vorstellen, wie das vielleicht aussieht, wenn die Missionen wirklich größer werden. Und die Episoden. Das macht das Spiel schon relativ umfangreich und groß. Erhöht auch den Wiederspielwert in gewisser Weise. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte. Komm schon, Zoe, geh hier. Sprache und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Liebling. Wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Jetzt kommt so der etwas traurigere Part. Melancholisch vielleicht. Für nur 7.999 Dollar mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und Sie haben 2 Jahre Garantie auf das Hotel. Das ist auch unser zweiter Charakter, den wir spielen werden. Verzeihung, was kostet ihr da drüben? Stimmt, ich habe mit jedem Charakter die erste Episode gespielt gehabt. Da ist er. Es war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. Eich 400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Kara ist unsere Zweite. Mit ihr habe ich sogar die zweite Episode schon angefangen gehabt. Da hatte ich dann aufgehört irgendwann. Der Blut im Kopf. Oh, halt. Kriegen wir schon. Oh, wir kriegen unseren dritten Charakter schon. Das ist unser dritter Charakter, den wir spielen werden. Wenn wir das mit ihm zuerst mal nicht. Bin mir nicht sicher, ob wir zuerst jetzt Kara spielen oder ihn. Wollen wir jetzt nach Hause? Stimmt, so langsam kommt meine Erinnerung wieder. Da sind ein paar mehr Sachen. Mit ihm habe ich die zweite auch schon gehabt. Wer das lesen möchte, kann das gerne tun. Ich kann da vielleicht auch pausieren. Wenn ich es hochlade. Was jetzt so die Frage an euch ist, soll ich es denn dann hochladen?
Das wäre unsere Mission, die wir haben. Kann ich jetzt aufgeben? Naja. Können wir nicht. Hier ist es noch ein bisschen limitiert. Aber ich glaube, ich bin nicht gewesen. Kann ich noch irgendwas dahin machen? Ne, kann man nicht. Nur noch Vorarbeiter, lässt man an Druiden dann die Drecksarbeit. Wir ein echter Android dürfen wir nur auf Grün warten und unsere Befehle folgen. Scheint, als könnten wir auf der Straße einfach mal stehen bleiben für sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Reichweite bis ganz hinten hat. Human Music. Mhm. Schöne Anspielung noch darauf, dass Androiden natürlich keine Seele haben. Natürlich das Spiel hackieren. Soll ich mal hochladen dann den Cut? Was lade ich denn sonst immer hoch? Normalerweise nicht nur von Challenges. Weil ich habe ja auch von Life is Strange den ersten Teil hochgeladen, ja. Weiter. Meine Aufgabe zu erfüllen. Yep. Lasst uns ohne Grund dem Arglosen nachstellen. Gott wird das nicht zulassen. Nein! Er wird nicht zulassen, dass seine Schöpfung fehlgeleitet wird von diesen künstlichen Dämonen. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Mindestens. Meine Brüder!
Gehen wir mal Detroit zerstören, würde ich sagen. Indem wir Farbe kaufen. Noch irgendwas? Es wird auch wieder schöne Quicktime-Events gegeben. Ja. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Ich bin gespannt, wie ich mich bei meinem Quicktime-Event dann wieder schlagen werde. Ich werde das eine mit Karen so machen, wie ich es auch vorher gemacht habe, wo ich nur noch bei Goff war. Hi Goff! Wir werden jetzt nicht hier dran dann vorbeikommen. Ich bin gespannt, was ich mache. Wo willst du hin, Blechbüchse? Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Gerade unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los. Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los. Man, könnte man was machen, aber... Das ist jetzt auch schon wieder. Dann war ich in Belgien. Eine ganze Weile wieder her. Stehlen unsere Jobs! Wir klauen unsere Jobs! Wir klauen unsere Jobs! Wer kriegt da dieses South Park-Feeling? So, jetzt spielt man mit Karen, oder? Wir haben eine Sache nicht gesehen und damit anscheinend hier was anderes nicht unlocked. Okay.